Ja, ein herzliches Willkommen zurück bei Metal Gear Solid Peace Walker. Wir gehen gleich direkt in die nächste Hauptmission. Wir müssen diesen Ausweis finden, da unser, den wir von Huey gekriegt haben, ja, nicht funktionierte. You can get one from a guard in an orange jacket stationed in an area where you can hear Quetzal singing. To get the ID card from the soldier, do a body check. You've got to get inside that lab before the AI gets shipped out. Get a move on. Ja. Wir müssen eine Wache finden mit einer orangenen Jacke. Und die ist nur in einem Gebiet, wo wir diesen Quetzal singen hören. Und dass wir wissen, wie sich sein Gesang anhört, das wissen wir ja dank Cecile, die wir letztes Mal kennengelernt haben. Eine Vogelkundschafterin. Und ja, wir wissen auch, dass ihr Name eine Anspielung ist auf Kojima Escort. Falls ihr da mehr wissen wollt, in der letzten Session hatten wir ein Tape dazu gefunden. Aber okay, so, wir starten in die Mission. Müssen jetzt hier die umliegenden Gebiete mal durchsuchen, wo der genau ist. Ich glaube, dass das jeweils jedes Mal immer per Zufall bestimmt ist. Oh, scheiße, der hat ja einen Helm auf. Ah, fuck, da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Ja, ist schon mal ein guter Start. Oh, scheiße, der kommt. Naja, okay, ich dachte jetzt, der kommt zu uns, aber. Oh, fuck, die umzingeln uns hier volle Pulle. Okay, haben wir jetzt wohl ein bisschen Glück, dass da uns bisher keiner gefunden hat. Oh, scheiße, Mann. Ja, geh in die Richtung, genau, sehr gut. So, und Zeit ist um. This is HQ. This is Patrol. All clear. Understood. Return to base. Ja, und lauf mir dabei nicht vor die Flinte, während du zur Basis zurückgehst. Sehr gut, okay. Haben wir es geschafft, ohne zumindest gesehen zu werden. Das ist schon mal was wert. So, der hat ja jetzt keinen Helm mehr. Das heißt, den können wir dann ausnahmsweise in den Kopf schießen. Bei den anderen sollten wir das natürlich nicht machen. Weil die haben noch Helme auf. Oh, und der hat ihn jetzt wieder aufgeweckt. Ah, scheiße. Wir müssen da irgendwie anders rangehen. Das gefällt mir gerade irgendwie nicht so sehr. Die stehen da zu dicht nebeneinander. Ich weiß nicht, was die andere Wache da für Runden in diesen Ruinen dreht. Dafür ist das natürlich... Oh, da steht sie direkt. Ach, das war die mit dem Helm und das ist der ohne. Okay. Sehr schön. So, da ist aber noch mehr auf dem Radar. Erstmal holen wir den hier raus. Ihn hier ebenso. Müssen natürlich hier alle Wachen abgrasen, weil es kann natürlich auch sein, dass der Kerl irgendwo hier rumlungert. Da haben wir nicht wirklich eine Wahl, sage ich mal. Das ist aber keine orangene Jacke. So, den holen wir uns mal eben. Ja. Hast mir mal wieder gute Sachen zu sagen. If you forget what a Quetzal sounds like, give Cecile a call on the radio. She'll remind you. Ja, das tut sie nur allzu gerne. Okay, haben wir ausgenockt. Dann erstmal weg mit dir. So, ist hier noch irgendwo irgendwas? Da ist noch was auf dem Radar. Da hinter der Mauer. Oh, das klingt wie ein Gefangener. Okay, da gehen wir auf jeden Fall von der anderen Seite hin.
Den wollen wir selbstverständlich befreien. Was wären wir denn für ein Top-Agent, wenn wir solche Leute einfach liegen lassen? Wäre nicht sehr gut. Okay. Oh, da ist noch eine Wache. Da ist er, okay. Nehmen wir mit. Okay, und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Nehmen jetzt nicht alle Wachen hier mit, ein paar Fulton-Ballons will ich mir mö noch möglichst aufbewahren, da wir hier wahrscheinlich noch ein paar mehr Gebiete durchkämmen müssen. So, also hier war unser Freund auf jeden Fall schon mal nicht. Sei denn, ich habe ihn übersehen, was ich auch nicht ausschließen will. Aber wir gucken erstmal hier weiter. Once you know which soldier has the ID card, do a body check. To do a body check, first knock the soldier out, or put him to sleep, or hold him up. That works too. Ja, das wissen wir mittlerweile. Und eigentlich so in diesem ganzen Grün sollte ja jemand mit einer orangenen Jacke doch relativ schnell auffallen. Dieser Ketzel war ja auch sehr markant mit diesem Pfeifton. Bisher gehört habe ich ihn noch nicht. Oh, das sind Scouts. So, den knocken wir aus. Zehrung. Oh, da ist noch einer. Ach, das ist in Moos getarnt, ist der. Ah, nicht schlecht. Hätte ich jetzt so nicht erkannt, hätte ich nicht das Analysegerät genutzt. Das habe ich jetzt, glaube ich, das erste Mal in diesem Walkthrough verwendet, oder? Ich glaube fast. Ist ja auch nicht so nützlich im Moment, weil wir ja quasi immer noch in der Phase sind, dass wir fast jeden per Fulton rausholen, weil wir einfach irgendwelches Personal brauchen, das aussortieren. Das wird aber in Kürze auch auf uns zukommen. Da werden wir auch nicht dran vorbeikommen. Aber okay, sonst hier sollen wir auf jeden Fall aufpassen. Ja, wahrscheinlich noch mehr von denen in der Nähe sein. Fulton Recovery Subject confirmed on board helicopter. Ja, das ist doch gut. Aber hier geht ja auch nichts schief. Schief. Beim Fulton. Es funktioniert immer zu 100%. Auch wenn wir ein Dach über dem Kopf haben. Ist nicht wie in The Phantom Pain. Ist natürlich schwachsinnig, wenn man in einem Gebäude ist, dass man das Fulton da nutzen kann. Aber ja, ist ja halt so. Hat man ein bisschen weniger Arbeit. So, und da ist eine Markierung auf dem Radar. Ach, da liegt der heilige Scheiße. Am besten natürlich ihm in den Kopf schießen. Das kriegen wir so hin. Okay. Nehmen wir auch mal mit. Carrying the ID card is supposed to be wearing an orange jacket. Ja. Okay, auf ins nächste Gebiet. Ich meine auch, ich hatte den schon mal direkt im ersten Gebiet gefunden. Also ich bin mir da ziemlich sicher, daher auch, dass das ja so ein bisschen zufallsbedingt ist, wo der Kerl sich aufhält. Ja. Haben wir bisher noch nicht gehört. Außer jetzt natürlich hier über den Codec-Anruf.
Radar zeigt nichts an. Aber meistens habe ich den eh gefunden, halt, weil der mit seiner Jacke halt ziemlich stark heraussticht. Kann mich auch erinnern, dass der mal, ich glaube, wir, oder war das in einer Nebenmission? Ich kann mich mal erinnern, dass der in dem Gebiet war, wo wir gegen den Helikopter gekämpft haben. Kann aber auch sein, dass das eine ähnliche Nebenmission war. Bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Naja, wir werden es früher oder später hoffentlich herausfinden. Ich hoffe, das dauert nicht ewig lange, aber naja, kommt halt drauf an. Also vom Radar her ist hier alles ziemlich ruhig. Aber einen Ketzel höre ich hier auch nicht. Oh, da liegt einer. Da, gerade gesehen. Verdammter Arsch, ey. Haben noch 4 Fulton-Ballons. Einen sollten wir auch auf jeden Fall überbehalten, damit wir den... Oh, ne, falsch. Das war falsch. Sollten wir überbehalten, damit wir den Typen selber auch rausholen können. Wäre eine ganz gute Idee, weil der wahrscheinlich auch eine höhere Wertung hat. Da bin ich mir, glaube ich, auch ziemlich sicher als die meisten anderen. Aber gut. So. Gehen wir erstmal hier zurück. Das ist ja das Gebiet, wo wir den Hubschrauber bekämpft haben, oder? Ja, genau. Den hatte ich hier auch schon mal rumlungern gehabt. Das, was da auf dem Radar ist, das ist ja wahrscheinlich der Wasserfall oder so. So, da ist was auf dem Radar. Da geht auch jemand, aber das ist nicht unser Mann. Und den holen wir uns mal trotzdem. So. Haben auch nicht wirklich nützliche Sachen zu sagen. Bleibt mir halt auch nichts weiter, als ihn zu erwürgen. Nee, macht ihm nichts aus. Auch wenn er eigentlich schon jetzt längst hätte feststellen müssen, dass wir das ernst meinen. Aber ja. Gut, dann holen wir ihn auch mal raus. Scheint hier auch nicht unterwegs zu sein, unser Freund. So, ja, dann gehen wir mal weiter. Allzu viele Gebiete bleiben nicht mehr. Ich hoffe mal nicht, dass ich den irgendwie ja ganz am Anfang übersehen habe oder so. Das wäre irgendwie auch scheiße. Haben wir jetzt noch hier diesen Berghang und den Dschungel da unten. Weiter zurückgehen können wir nicht. Da ist halt auch dieses Gebiet da zu Ende. Da ist ein Speer. War das der Ketzel da? Ich glaube, das war der. Das da gerade, ja. Das klingt wie unser gesuchter Vogel. Ja. Definitiv. Okay, dann sollte der wahrscheinlich hier irgendwo in der Nähe sein, unser Vogel. Nicht nur der Vogel, sondern den wir suchen.
Aber ich gehe mal einmal kurz hier zum Fluss der Klippe hin. Ich wollte mal hier kurz schnell was nachgucken. Das war ja hier der Durchgang, den wir mal freigesprengt haben in der Nebenmission. Ah, okay. Dachte, hier lag irgendwie vielleicht noch was rum. Item oder sowas. Hatte ich irgendwie auch noch mal in Erinnerung, aber ja, war wohl falscher Alarm. Gut, okay. Dann gucken wir uns jetzt mal hier genauer um. Sollte ja eigentlich hier so ein bisschen herausstechen, der Typ. Ich weiß halt nicht, ob der sich hier irgendwo... Also verstecken tut er sich eigentlich nicht. Der geht eigentlich meistens immer so normale Patrouillen. Okay, da ist er doch. Ja, da haben wir ihn doch. Und ich sage, der geht hier Patrouillen und dann kniet er da einfach neben einem Baum. Aber egal. Holen wir ihn uns. Sehr widerstandsfähig, die Soldaten hier. Aber okay, da ist er ausgenockt. So, jetzt müssen wir ihn durchsuchen. Da ist der Ausweis. Ja, da haben wir ihn und ja, dann holen wir ihn mal raus und dann können wir jetzt wieder zurückgehen zum Labor. Wird ein kleiner Weg, aber naja, müssen wir halt jetzt auch durch, weil der halt relativ weit weg war vom Schuss, sage ich mal. Aber kriegen wir auch hin. Das Wichtigste ist, wir haben ihn gefunden und ja, wir haben nicht den Fehler gemacht, ihn per Fulton rauszuschicken, bevor wir ihn durchsucht haben. Ich weiß gar nicht, ob dann die Mission endet. Es wäre eigentlich schwachsinnig, weil dann wäre er auf dem Helikopter und dann könnte man sagen, ja, okay, hier, nehmt ihn den Schlüssel ab und lassen mir zukommen mit einem Marker oder sowas für Munition oder Vorräte und gut ist. Ich kann mir aber eigentlich eher vorstellen, dass da wahrscheinlich dann die Mission im Eimer ist. Aber okay, will ich jetzt auch nicht rausfinden. Und ich habe scheiß Schluck auf. Das ist mal wieder super. Kommt wie immer zur richtigen Zeit. Und braucht kein Mensch. So, kann jetzt natürlich sein, dass wir hier irgendwo noch Wachen haben, um die ich mich nicht gekümmert habe, will ich nicht ausschließen. Deshalb sind wir vielleicht doch lieber ein bisschen vorsichtiger. Alarm auslösen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Wir haben ja auch kein Zeitlimit hier oder sowas, auch wenn beim Missionsanfang gesagt wurde, hier beeilen Sie sich und zerstören Sie die KI in dem Labor, sobald Sie sich Zutritt verschafft haben. Der wird immer sehr gedrängt, aber ein wirkliches Zeitlimit hat man eigentlich nicht. Ist auch gut so. Ich bin nicht unbedingt so der Fan von Spielen, wo zeitmäßig immer auf die Tube gedrückt wird. Hier sowas wie Majora's Mask oder dritte Final Fantasy 13 Teil. Den ich tatsächlich gespielt habe. Ich habe den zweiten nicht gespielt, den dritten aber. Den habe ich mir eigentlich auch nur zugelegt, weil mich das, was ich gesehen habe, das Kampfsystem selber, das fand ich ziemlich interessant. Das macht auch Spaß, aber ja, das Spiel ist sowas. Da ist doch noch einer, sehe ich gerade. Ja. Ja, das ist so ein Spiel, was so vom Design her leider nicht allzu toll gelungen ist und was, ja, dieses Kampfsystem, sage ich mal, als Geisel hält. Das schlechte Level-Design hält das Kampfsystem als Geisel. Kann man so stehen lassen? Das klingt professionell, oder? Naja, okay. Aber soll's. Ich habe den ersten 13er habe ich gespielt. Oh Gott. Auch fast null Erinnerung dran. Ich weiß nur, dass das Spiel extrem linear war. Und dass man mit dem Hauptcharakter, ich hätte jetzt fast gesagt Thunder heißt die, aber die heißt Lightning.
Ja, genau. Und ja, die ist ziemlich übermächtig in dem Spiel. Die hat eine Zeit lang später so einen Angriff, da sagt sie mal irgendwie so, I'm no one's slave. Und der ist extrem überpowered. Also da muss man sich um den Kampf, um Kämpfe echt keine Gedanken machen. Auch so hat das keinen hohen Schwierigkeitsgrad oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt will ich nicht hier weiter über Final Fantasy 13 reden.